Damen und Herren, wir wünschen der heutigen Partie einen sportlichen fairen Verlauf und selbstverständlich unserer Mannschaft zum Sieg. Genau 100, ich habe gerade gezählt. Oder wir haben gerade gezählt. Genau 100 auf dem Kopf. Ja. Weiter! Nee, keine Ahnung. Aber wir machen, glaube ich, gerade. Die erste Halbzeit, die völlige Arbeitsverweigerung. Danke euch bei Diego, bitte. Beim zweiten Tor von Dortmund. Come on!
jetzt aber. Oh nein. Jetzt hast du ihn, Sascha. Bin ich auch noch dabei. Zweiten Halbzeit haben wir das Spiel verdient gewonnen, weil wir zu wenig Einsatzwillen gezeigt haben in der zweiten Halbzeit. Zweikampfverhalten war vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit sehr, sehr schlecht bei uns. Man muss sich überlegen, wir haben zwei Konter reingekriegt zum Schluss, wo wir eigentlich dann mit dem Punkt eigentlich doch zufrieden sein müssen. Aber wir haben es leider ein bisschen dumm angestellt und haben dann, muss ich sagen, verdient verloren zum Schluss. Wir können ja froh sein, dass wir nicht noch mehr gekriegt haben. Es ist natürlich unglücklich gelaufen mit Elfmeter zum 2-2. Muss man nicht unbedingt geben, aber der Schiedsrichter hat es gegeben, hat es genau gesehen. Ist leider so gewesen. Und das hat uns dann irgendwo ein bisschen auch so den Knackpunkt gegeben. Weil ich denke mal, in der ersten Halbzeit haben wir natürlich auch zwei glückliche Tore. Ich weiß nicht, ob das erste Tor abseits war oder nicht. Alle haben gerufen abseits, aber es ist immer dann, wenn der Schiedsrichter abseits gibt, dann ist es abseits. Das passt uns eigentlich gut im Kram, so kurz vor der Halbzeit das 2-1 zu machen durch den Elfmeter. Deswegen, ich habe meinen Jungs in der Halbzeitpause auch gesagt, wir müssen weiter agieren. Man hatte so den Eindruck in der ersten Halbzeit bei Bocholt, Sommertemperaturen, weil die Sonne rauskam. Die wollten vielleicht nicht so, wie sie es sonst immer machen. Ja, sah so zumindest aus, so, wo wir gesagt haben, wir können hier vielleicht was holen. Aber dann sind wir zweite Halbzeit natürlich richtig eingebrochen, wo wir uns dumm angestellt haben, wo wir es Bocholt das Mittelfeld überlassen haben und vor allem die Außenposition überlassen haben, wo wir ganz, ganz schlecht standen. Gerade unsere linke Abwehrverteidigung hat ganz, ganz schlecht gestanden, wo sie dann natürlich optimale Konter gefahren haben. Und natürlich im Schnittpunkt durch die Mitte, was einfach nicht passieren darf, da muss man sich clever anstellen. Aber so ist Fußball, ist, wenn man da unten drin steht und noch irgendwie ein paar Punkte braucht, wird es von Woche zu Woche immer schwerer. Aber nichtsdestotrotz, wir geben nicht auf. Wir haben noch drei Spiele vor uns, wo wir noch dreimal punkten können. Wir haben es noch selber in der Hand und da versuchen wir alles. Jetzt haben wir mal Gott sei Dank ein Wochenende frei, wo wir uns mal ein bisschen wieder aufbauen können, ein bisschen Luft holen können. Ich denke mal, wir haben gleich Probleme, die ja auch wenig Personal, viele Verletzte. Müssen immer alle, die selber noch angeschlagen sind, spielen. Aber es ist alles keine Ausrede. Die anderen Mannschaften haben genau die gleichen Probleme. Deswegen, wir sind hier eine Stunde hingefallen, jetzt waren wir wieder eine Stunde zurück und mit dem hängenden Kopf. Ist leider so, so ist Fußball, kann bitter werden oder bitter sein, ist heute bitter. Nichtsdestotrotz, es geht weiter. Ja, der Trainer hat es ja schon ganz treffend analysiert. Sicher haben wir die erste Halbzeit ein bisschen verpennt, beziehungsweise nicht gut reingekommen. Das bringt aber meistens auch der Umstand mit sich,
dass man gegen Gegner spielt, der wirklich ums Überleben kämpft. Und da fehlen vielleicht dann im Hinterkopf doch die 7-8%, ne? Wenn der Gegner mit Messer im Rücken rumrennt. Und von daher sind wir schlecht reingekommen, hatte natürlich auch noch Gründe, weil wir personell noch kurzfristig einiges umstellen mussten, nur mit einem Sechser gespielt haben. Milan und ich wollten uns da die Zentrale so ein bisschen teilen, hat auch erst nicht gut funktioniert, doch sind immer besser ins Spiel gekommen. Und in der zweiten Halbzeit haben wir, glaube ich, dann auch Gegner angelaufen, unter Druck gesetzt. Und ja, dann haben wir auch richtig stark gespielt und vor allen Dingen muss man auch mal die A-Jugendlichen herausheben, für die mich das besonders freut. Alle drei, die nachher auf dem Platz standen, zwei von Anfang an und einer nach der 55. Minute, glaube ich, reingekommen. Und die haben ihre Sache super gemacht. Da freut mich, dass dann einer noch das Tor macht, einer noch ein Tor vorbereitet. Das war natürlich super. Von daher, wir wollen die Saison voll durchziehen, auch wenn es für uns nur noch in Anführungszeichen um Platz 4 geht. Aber wir haben heute gezeigt, dass wir da sind, dass wir wollen und dass wir hier keinen Sommerfußball wollen oder Punkte verteilen oder Punkte verschenken. Und deshalb bin ich sehr zufrieden. Das war einfach auch vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit dann Charakterleistung. Dankeschön.